Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 47, Antrag der SPD betreffend endlich Politik für bezahlbares Wohnen umsetzen, Drucksache 19/5960, zusammen mit Tagesordnungspunkt 20, Antrag der Abgeordneten Siebel-Kremmels und so weiter, SPD und Fraktion, betreffen Kommunen beim Wohnungsbau unterstützen für eine aktive Bodenpolitik und Bewirtschaftung, Drucksache 19/4894 und zusammen mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion CDU und Bündnis 90 die Grünen, Tagesordnungspunkt 60, betreffend Masterplan Wohnen und Baulandoffensive sorgen für wirkungsvolle und stärkere Unterstützung bei der Schaffung von bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum, Drucksache 19/5989. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. Wir standen hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, einen schönen guten Morgen Ihnen allseits. Ein wichtiges Thema, das wir heute Morgen aufrufen, nämlich bezahlbares Wohnen als die neue soziale Aufgabe in Hessen endlich ernst zu nehmen. In Hessen wachsen zahlreiche Städte überdurchschnittlich, und dieses Wachstum muss aus unserer Sicht gestaltet werden. Immer weniger Menschen können sich in unseren Städten das Wohnen leisten. Sozialwohnungen haben einen dämpfenden Einfluss. Es geht aber längst nicht mehr um Sozialwohnen, sondern um Wohnungen für ganz normale Einkommen in fast allen Regionen unseres Bundeslandes. Die Lage im Rhein-Main-Gebiet ist allerdings besonders dramatisch. Bezahlbares Wohnen ist längst ein Problem für viele Landesteile. Aber wie gesagt, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet ist die Lage inzwischen besonders extrem. Alleine in Frankfurt, und ich habe das wiederholt hier im Hessischen Landtag ausgeführt, erwarten die Planer ein Wachstum der Bevölkerung bis 2030 um etwa 14,5 % oder, um es konkreter zu machen, um etwa 100.000 Menschen, die in diesen Großraum zuziehen werden. In den gesamten Großraum Frankfurt-Rhein-Main, von Aschaffenburg bis Mainz, von Gießen bis nach Bensheim, erwarten die Forscher und Planer einen Zuzug bis 2030 von bis zu 250.000 Menschen. Und diese Wohnungen, insbesondere im Kernbereich von Frankfurt, brauchen, wenn wir das irgendwie bewältigen wollen, 90.000 neue Wohnungen. Die Marktlogik der Union hat allerdings dazu geführt, dass immer mehr Einkommensgruppen genau mit diesem Thema überfordert sind. Preise von 5.000 € pro Quadratmeter in Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt gelten mittlerweile als normal und können sogar eher als niedrig angesetzt werden. Umgerechnet bedeutet das für eine Dreizimmerwohnung mit 90 Quadratmetern einen Kaufpreis von 450.000 €. Für eine Vierzimmerwohnung mit 110 Quadratmetern sind es schon 550.000 €. Und ich will das mal runterbrechen auf die reale Lage von Mieterinnen und Mietern, die nicht exorbitante Einkommen haben. Ein Polizeivollzugsbeamter verdient in der Entgeltgruppe A9 Stufe 5 netto 2.479 € und muss davon noch seine private Krankenversicherung zahlen. Eine Erzieherin verdient in der Entgeltstufe S9 Stufe 3 netto 1.921 €. Und ich frage Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie sich Menschen mit solchen Einkommen solche Kaufpreise leisten sollen. Und auch bei den Mieten, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, finden wir eine Entwicklung inzwischen, die es vielen Normalverdienern unmöglich macht, angemessenen, bezahlbaren Wohnraum in den Großstädten zu finden. In den hessischen Großstädten zahlen inzwischen die Bürgerinnen und Bürger bis zu 40 % und mehr ihres Einkommens für Kaltmieten. Und wer das zulässt, meine sehr verehrten Damen und Herren, verdrängt normale Einkommensbezieher, junge Berufseinsteiger, Familien
und Menschen, die im Erwerbsleben zwar gutes Geld verdienen, aber in der Rente Abstriche machen müssen und aus unseren Städten abziehen. Deswegen sagen wir, dass bezahlbares Wohnen die neue soziale Frage dieses Jahrzehnts ist. Aber warum ist das so? Und damit will ich ein bisschen zu der Bilanz der CDU in Hessen kommen. Mieten- und Eigentumspreise vervielfachen sich, halb so viele Sozialwohnungen wie 1999. Das ist die Kurzzusammenfassung Ihrer wohnungsbaupolitischen Bilanz. Jedes Jahr werden etwa 37 Wohnungen tatsächlich gebraucht. Gebaut wurden in 2016 nur 20.000, also 17.000 Wohnungen, die fehlen. Die Preisentwicklung in Frankfurt ist dramatisch. In Wiesbaden ist sie teilweise noch dramatischer. Ich will Ihnen nur einmal einen kleinen Eindruck vermitteln. Ein freistehendes Einfamilienhaus in Südhessen, das seinen Preis hat, kostet, ist fast zweimal so teuer wie in Nordhessen, und viermal so teuer ist es dann in Frankfurt. Ich habe mir heute Morgen einmal ein paar Mieten angeguckt, aktuelle Mieten von heute Morgen in Frankfurt. Eine Vier-Zimmer-Wohnung mit 95 Quadratmeter auf dem freien Wohnungsmarkt für eine Kaltmiete von 14,68 € pro Quadratmeter. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 75 Quadratmeter mit einer Kaltmiete von 19,80 €. Mein persönlicher Favorite heute Morgen ist allerdings eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 39 Quadratmeter mit einer Kaltmiete von 26,66 €. Das sind Mieten, die sich kein Normalverdiener leisten kann. Und dazu gehört auch festzustellen, dass in der Zeit der CDU-geführten Landesregierung seit 1999 unter der Verantwortung von Roland Koch und Volker Bouffier sich die Sozialwohnungsquote von 180.000 Wohnungen auf knapp über 90.000 Wohnungen halbiert hat. Das ist Ihre wohnungspolitische Bilanz. Und damit das nicht vergessen wird in dieser Debatte um Ihre Masterpläne und anderes mehr, um der politischen Irrfahrt die Krone aufzusetzen, die Sie wohnungspolitisch in den letzten 19 Jahren hier vollzogen haben, will ich wenigstens daran erinnern, dass Volker Bouffier und die hessische CDU vor 5 Jahren noch die letzte verbliebene landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die Nassauische Heimstätte, verkaufen wollte. Verhindert wurde das durch ein breites Bündnis von Mieterinnen und Mietern, Gewerkschaften, Mieterbund, Verbänden sowie von Sozialdemokratie, Bündnis 90 die Grünen und der Linken. Aber was ist die Antwort darauf? Die öffentliche Hand muss vorweggehen. Die Entwicklung ist umkehrbar. Bezahlbarer Wohnraum ist keine Frage der Machbarkeit, sondern des Willens. In Hessen hat die dramatische Erhöhung von Grunderwerbsteuern und Grundsteuern, die Sie erzwungen haben, das ist ähnlich wie das Thema, das wir gestern diskutiert haben, hat dazu beigetragen, dass die Bodenpreise nach oben geschnellt sind. Sie treiben mit Ihrer Politik die Bodenpreise nach oben und verschärfen damit die Lage am Wohnungsmarkt. Dazu gehört auch, dass die Umweltministerin zwar wortreich erklärt, also im Nebenberuf dann auch noch Bauministerin, dass sie auf der einen Seite die Kommunen auffordert, verbilligt Bauland abzugeben, aber gleichzeitig der Finanzminister sich im Zusammenhang mit dem Polizeipräsidium in Frankfurt als einer der größten Immobilienspekulanten betätigt. Hauptsache, die Landeskasse ist voll. Ich will das noch einmal sagen, eine andere Politik ist möglich. Das sehen wir gerade auch derzeit in Frankfurt, wo der Oberbürgermeister Peter Feldmann und der sozialdemokratische Bau- und Planungsdezernent Mike Josef dafür sorgen, dass die Mietpreise bei der Kommunalen Wohn- und Baugesellschaft eingebremst werden, dass bei neuen Projekten 30 bis 40% Sozialwohnungen in den Projekten entstehen. Und wir sie treiben mit einer Debatte über die Begrenzung der Bodenpreise den Ankauf von neuem Bauland durch die Kommune voran. In Hessen wiederum haben Sie außer einem Masterplan, der, sage ich mal, wortreich verkündet wurde, bisher wenig Taten vorzeigen können. Deswegen
will ich gerne am Ende noch ein paar Bemerkungen machen zu den Konsequenzen. Erstens. Die Sabotage der Mietpreisbremse muss endlich beendet werden, und es muss mehr Transparenz durch Mietspiegel und Auskunftspflichten erzielt werden. Die beste Mietpreisbremse ist allerdings mehr Glas, Stein, Stahl und Beton gegen den Wucher am Markt. Es hilft nur Bauen, Bauen, Bauen. Die Bodenpreise als Hauptpreistreiber für den frei finanzierten Wohnungsbau muss in den Griff bekommen werden. Wie gesagt, Frankfurt hat da ein paar interessante Beispiele vorgelegt. Der Verkauf von öffentlichen Grundstücken muss zukünftig nach den besten Konzepten statt nach dem höchsten Preis erfolgen. Das gilt insbesondere für das Land. Wir halten eine partielle Senkung der Grunderwerbsteuer für den sozialen Wohnungsbau nach wie vor für richtig. Und Sozialwohnungen, das muss der Bund gar nicht machen, das kann man selber machen, das haben wir mehrfach angesprochen, Sie wollen es nicht, aber es ist ein netter Versuch, Herr Kollege Wagner. Wer die Spirale durchbrechen will, wer Herr Wagner, Sie können es ja gerne gleich hier erläutern. Sie verstecken sich ja bei diesen Themen immer hinter anderen, weil Sie selber nichts auf die Kette kriegen. Da ich leider zum Schluss kommen will, will ich Ihnen jetzt dann doch noch etwas sagen. Das Erste, was Sie wohnungspolitisch hier auf die Reihe gebracht haben, ist, dass Sie den Wohnungsbaukoordinator, nur weil er einer anderen Partei angehört hat, erst einmal an die Luft gesetzt haben und dann 4 Jahre lang gebraucht haben, um wortreich einen Masterplan zu schreiben. Und ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, Herr Wagner, das ist, wenn man dafür sorgen will, dass bezahlbarer Wohnraum in Hessen wieder eine realistische Perspektive wird, entschieden zu wenig. Lassen wir es ausklatschen. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße auf der Besuchertribüne Herrn Bischof Dr. Peter Kohlgraf vom Bistum Mainz. Er hat heute Morgen die Andacht im Landtag gehalten. Dafür herzlichen Dank. Nächster Redner ist Kollege Caspar für die Fraktion der CDU. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Schäfer-Gümbel, ich fange mal mit dem letzten Punkt an, mit dem Beauftragten des Landes für den Wohnungsbau. Der hat hervorragende Arbeit gemacht, überhaupt keine Frage. Aber was Sie vielleicht nicht wissen, weil Sie ja nun nicht in den wohnungspolitischen Fragen so drin sind, wie man eben auch Ihrer Rede entnehmen konnte, dass wir diesen ersetzt haben durch die Allianz für Wohnen. Und dort sind eine Unmenge an Beteiligten, an Fachleuten drin, die hohe Kompetenz haben und die uns beraten und die uns aktiv begleiten in der Wohnungspolitik, die schon hervorragende Vorschläge gemacht haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung gewesen, die diese Regierung getroffen hat, diese Allianz für Wohnen einzusetzen. Und, meine Damen und Herren, da ich gerade bei Fachkompetenz bin, es überrascht mich schon. Früher hat Herr Siebel, der durch seine Tätigkeit beim Bauverein ja durchaus die Möglichkeit hatte, Fachkompetenz zu erwerben, zur Wohnungspolitik gesprochen. Den haben Sie jetzt abgeräumt. Jetzt erscheint Herr Schäfer-Gümbel und jetzt erscheint Herr Schäfer-Gümbel zu diesen Themen. Da habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Das ist ja auch die Entscheidung Ihrer Fraktion. Er hat, weil er die Dinge natürlich nicht so gut kennt, uns hier 10 Minuten etwas vorgelesen. Das ist ja alles in Ordnung. Aber man muss natürlich sagen, der Inhalt, der hat sich dem angepasst, was wir bisher nur von der Linkspartei gehört haben. Rot und Rot, Seite an Seite, können wir hier erleben, meine Damen und Herren.
Wenn ich zum Beispiel höre, und also, meine Damen und Herren, ich habe Ihrem Redner zugehört, es wäre nett, wenn Sie auch mir zuhören würden. Wenn Herr Schäfer-Gümbel uns hier berichtet, wie gut die Situation im Jahr 1998 gewesen wäre, als Sie hier noch regierten. Also, Sie haben ja erwähnt, wie viele Sozialwohnungen es da gegeben hätte. Also, zunächst einmal kann es ja nicht schaden, ein paar Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Also, wenn Sie an diese alten Zahlen und an Ihre alten Zeiten anknüpfen wollen, dann muss ich Ihnen als Erstes einmal sagen, in Hessen hatten wir damals 2,65 Millionen Wohnungen. Heute haben wir 3,05 Millionen Wohnungen. Das heißt, unter CDU-geführten Landesregierungen wurden in diesem Land zusätzlich 400.000 Wohnungen gebaut. Das sind die Fakten, Herr Schäfer-Gümbel. Das Nächste ist die Frage, ist es uns gelungen, viele Menschen, die geringverdienend sind, in den allgemeinen Wohnungsmarkt zu integrieren? Und auch da sind wir hervorragend aufgestellt, denn während zu Ihren Zeiten noch fast 200.000 Menschen in Sozialwohnungen leben mussten, sind es heute noch mehr Menschen in 200.000 Sozialwohnungen leben mussten, sind es heute eben nur noch 93.000 Sozialwohnungen. Und, meine Damen und Herren, das zeigt, dass es uns gelungen ist, dass Geringverdiener in den allgemeinen Wohnungsmarkt integriert werden. Kolleginnen und Kollegen, bitte lassen Sie den Redner weiter. Und ich verstehe jetzt gar nicht Ihr Aufschreien. Ich verstehe überhaupt nicht Ihr Aufschreien. Sie sind doch sonst immer dafür. Sie sind doch sonst immer dafür. Denken Sie an die Diskussion auf Bundesebene. Da sprechen Sie von Zweiklassenmedizin. Sie erzählen uns, dass alle Menschen in einer Schule unterrichtet werden sollen. Aber beim Wohnen, da wollen Sie bestimmte Gruppen separieren in Sozialwohnungen. Und das finde ich unanständig, meine Damen und Herren. Und ich erinnere daran, dass ein SPD-Oberbürgermeister in Frankfurt, ein gewisser Herr Feldmann, den Sie ja auch schon hier zitiert haben, Herr Schäfer-Gümbel, der hat gesagt, er hätte persönlich die Erfahrung gehabt, wie es in einem Hochhaus riecht. Meine Damen und Herren, was soll das denn heißen? Das soll doch heißen, dass es offensichtlich bei uns früher Komplexe gab, sogenannte Sozialghettos, wo Leute wohnen mussten, weil sie nichts anderes gefunden haben. Und, meine Damen und Herren, das kann doch nicht Ziel einer modernen Wohnungspolitik sein, dass wieder Sozialghettos entstehen. Ich sage dazu nur Marzahn. Und natürlich gibt es da wieder die Gleichheit zur Linkspartei, weil die Plattenbauten und die Sozialghettos, die wurden natürlich in der DDR errichtet. Und die kennen wir eben noch aus den 70er Jahren. Und wenn Sie da so arrogant drüber lächeln, dann muss ich Ihnen eins sagen. Ich habe als 14-jähriger Schüler schon erlebt, wie eine Mitschülerin, und ich wohne am Rand und wohnte damals am Rand einer Siedlung mit einer sehr hohen Quote an Sozialwohnungen, wie eine Mitschülerin in der Klasse deswegen diskriminiert wurde, weil sie aus einem Block, aus einem Sozialwohnungsblock kam. Ich fand es unanständig, wie mit Menschen da verfahren worden ist, die man in dieser Art und Weise in Ghettos ausgegrenzt hat. Und ich muss sagen, die Politik, die wir heute machen, nämlich dass wir im Wohnungsbau Wohnungen miterrichten für Menschen, die Geringverdiener sind, dass wir Wohnungen schaffen für Menschen, die gering verdienen, indem wir die integrieren in die anderen Wohnungsbaumaßnahmen. Das ist, glaube ich, eine moderne Politik. Und ich nenne Ihnen noch eine andere Zahl, wenn Sie schon an 1998 von hier vorne angeknüpft haben, nämlich, dass wir in Hessen 1998 254.000 Arbeitslose haben.
Zurzeit haben wir noch 154.000 Arbeitslose. Jeder Arbeitslose ist für uns einer zu viel. Aber immerhin ist es gelungen, in dieser Zeit die Anzahl der Arbeitslosen um 100.000 zu reduzieren. Und auch das ist ein Zeichen davon, dass wir... Kolleginnen und Kollegen, Zwischenrufe sind ja in Ordnung, aber zu viele Zwischenrufe stören den Redner enorm. Ich bitte um etwas mehr Ruhe. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es geht auch jetzt weniger darum, ob ich gestört werde oder nicht, sondern es ist ja eine Chance, wenn man der Rede zuhört, vielleicht ein bisschen was mitzunehmen. Meine Damen und Herren, also, es ist nicht nur gelungen, durch eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung, dass in unserem Land mehr Arbeitsplätze geschaffen worden sind, dass mehr Menschen heute nicht mehr arbeitslos sind, sondern es ist eben auch gelungen, dass die große Mehrheit der Geringverdiener, für die wir denn zu Recht den Anspruch haben, dass wir als Staat dafür sorgen müssen, dass die bei uns angemessen und gut leben können, Wohnmöglichkeiten geschaffen worden sind, ohne dass sie eben in Sozialwohnungen wohnen. Ich finde, das ist eine unglaubliche Integrationsleistung, die unsere Wohnungspolitik hier auf den Weg gebracht hat und war unglaublich erfolgreich. Aber wir verschließen selbstverständlich nicht die Augen davor, dass es auch heute Menschen gibt, die Wohnraum brauchen und die dringend Wohnraum brauchen. Und wenn Sie sich damit beschäftigen, dann ist es so, dass es natürlich Förderprogramme gibt, um solche Wohnungen zu erstellen, in einem Umfang, wie Sie sie, als Sie in Hessen regiert haben, nie erreicht haben, 1,6 Milliarden € in dieser Legislaturperiode alleine. Aber gebaut werden kann natürlich nur auf Bauland. Und dann reicht es eben nicht, wenn ein SPD-Oberbürgermeister in Frankfurt, ein gewisser Herr Feldmann, rumläuft und sagt, bauen, bauen, bauen. Das ist nämlich nur reden, reden, reden. Sondern man muss eben auch Flächen ausweisen und noch einmal Flächen ausweisen. Und da ist es doch so, dass Herr Feldmann zwar 6 Jahre in Frankfurt regiert, aber immer noch nicht genügend Flächen ausgewiesen worden sind. Insoweit, glaube ich, gibt es schon noch einiges zu tun. Es gibt einiges zu tun in dem Bereich. Wir brauchen die Bauflächen. Für uns als Union ist es allerdings auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir in Hessen im ländlichen Raum viel freien Wohnraum haben. Und dass wir deswegen auch die Infrastruktur in unserem Land ausbauen müssen, damit die Menschen in ihrer Heimat bleiben können und trotzdem ihren Arbeitsplatz schnell erreichen können. Auch das würde den Wohnungsdruck auf die Ballungszentren reduzieren. Meine Damen und Herren, die 10 Minuten sind rum. Ich freue mich auf die weitere Debatte mit Ihnen an anderer Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Merz, SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, als Herr Caspar den Satz gesagt hat, sinngemäß, es müssen nur noch 93.000 Menschen im sozialen Wohnungsbau leben. Und es ist ja durch das, was Sie danach gesagt haben, nicht besser geworden. Sie haben hier ein Bild gezeichnet von sozialem Wohnungsbau als dem Wohnungsbau für die Miserableps, das wären wahrscheinlich Ihre Ausdrücke, als ein Ghetto. Sie haben Vergleiche herangezogen mit den Plattenbauten in der DDR. Ich sage Ihnen, wer so redet, hat von der Realität des sozialen Wohnungsbaus sowohl städtebaulich als auch bezogen auf die Menschen, die dort wohnen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und blickt herab von den lichten Höhen von Frankfurt-Sachsenhausen oder von sonst wo in den Wohlstandsquartieren auf die Menschen in der Gießener Nordstadt oder am Riederwald herunter auf eine Art und Weise, die ich in diesem Landtag für nicht möglich gehalten hätte.
finde das unglaublich. Und ich will Ihnen mal sagen, der soziale Wohnungsbau ist in diesem Land immer der Wohnungsbau gewesen für die Normalverdiener. Und das muss er auch bleiben. Darum geht es hier. Es ist nicht der Wohnungsbau in aller, er ist auch der Wohnungsbau, aber nicht in allererster Linie der, und ausschließlich der Wohnungsbau für die Empfänger von Transferleistungen. Das ist das Bild, das Sie hier gestellt haben. Das ist er aber nicht, sondern er ist der Wohnungsbau für die Leute, von denen Carsten Gelber-Gümbel gesprochen hat. Der Polizeibeamte, die Erzieherin, die Verkäuferin im Einzelhandel und viele, viele andere, mit deren Lebensrealität Sie offensichtlich noch nie etwas zu tun gehabt haben. Und das ist die Schande in dieser Debatte. Zur Erwiderung, Kollege Kaspar. Also, Herr Merz, Sie haben wahrscheinlich einen Satz aufgeschnappt von mir und dann offensichtlich aufgrund der Unruhen Ihrer Fraktion gar nicht mitbekommen, was ich sonst gesagt habe. Und es scheint ja jetzt schon wieder so weiterzugehen. Meine Damen und Herren, ich habe betont, dass es uns darum geht, dass Menschen mit geringen Einkommen einen Anspruch darauf haben, im allgemeinen Wohnungsmarkt integriert zu werden. Für uns sind alle Menschen gleich. Und nicht ich, sondern Herr Schäfer-Gümbel hat ja an die Wohnungspolitik angeknüpft, die Sie von 1998 gemacht haben. Und das war doch die Realität, dass dort damals Ghetto-Siedlungen entstanden sind, die teilweise umgekippt sind. Und uns geht es doch um die Menschen, die da drin leben mussten. Und wir haben die Menschen da rausgebracht. Uns geht es darum, dass die Menschen zu guten Bedingungen leben können. Ich kann Ihnen zig Beispiele. Ich kann Ihnen. Ja, jetzt hören Sie wieder nicht zu. Was soll ich da noch machen? Also, wir haben z.B. in bestimmten Siedlungen, in denen es problematisch wurde und unzumutbar für die Menschen, dort zu wohnen. Und das betraf ja eben genau die, die sich nicht auf einem, an einer anderen Stelle eine Wohnung jederzeit nehmen konnten. Da gab es ja Menschen, denen blieb nichts anderes übrig, als da wohnen zu bleiben. Und um die geht es uns. Dort wurden z.B. Aufteilungen gemacht. Dort wurden teilweise Eigentumswohnungen verkauft. Und dadurch gab es ein gemischtes Quartier. Und die Lebensqualität der Menschen in diesen Quartieren hat sich dadurch erheblich verbessert als vorher in der Ghetto-Situation. Darum geht es. Als Nächstes hat das Wort Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Uli Kaspar, ich habe selten einen Kollegen erlebt, der 10 Minuten hier geredet hat und so froh war, dass er endlich vom Mikrofon weggehen konnte, weil er diametral etwas anderes sagen wollte wie der Kollege Kaspar. Ganz ehrlich, lieber Uli, 10 Minuten Redezeit damit verwendet, wer bei der SPD zu dem Thema redet. Das zu kritisieren, dass das die SPD zur Chefsache macht. Ich würde mir wünschen, dass die Landesregierung den Wohnungsbau mal zur Chefsache machen würde. Und liebe Kollegen, es ist jetzt viel gesagt worden, und die Analyse von Thorsten Schäfer-Gümbel ist absolut richtig, dass wir uns über eine breite Masse an Menschen unterhalten, die sich eben nicht mehr mit einer günstigen Wohnung versorgen können. Meine Damen und Herren, die haben die Alternative. Entweder stehen sie im Stau oder müssen viel zahlen für ihre Miete. Und was die Situation und warum es auch richtig ist, dass wir es wieder einmal hier thematisieren, was dazu kommt, ist der
DIW hat es gesagt, der Neubauboom geht zurück. Er geht zu Ende. Wir hatten im letzten Jahr noch eine signifikante Anzahl an Wohnungen, die neu gebaut worden sind. Die Zahl geht zurück. Trotz starker Nachfrage, auch in Hessen, geht die Zahl der genehmigten Wohnungen in Hessen zurück. Insofern hat der Oberbürgermeister Feldmann und auch die SPD-Fraktion recht. Bauen, bauen, bauen ist die richtige Lösung. Ist die richtige Lösung. Mich hat es ja ein wenig gewundert, dass der Kollege Kasper jetzt nicht wieder, und ich gehe davon aus, das wird jetzt die grüne Fraktion und auch die Staatsministerin machen, die uns erklären wird, es war noch nie so viel Geld da für den Wohnungsbau. Es ist noch nicht eine Wohnung nicht gebaut worden, weil nicht genügend Geld da war. Ja, meine Damen und Herren, merken Sie eigentlich gar nicht, dass das genau das Problem ist, was wir Ihnen immer beschrieben haben. Es liegt nicht am Geld. Es liegt an Ihrer verfehlten Politik. Die Unternehmen würden die Gelder ja in Anspruch nehmen. Sie würden ja gerne bauen. Sie würden gerne ihre Gelder in Anspruch nehmen. Aber es funktioniert nicht, weil sie auf die falschen Rahmenbedingungen stoßen. Meine Damen und Herren, das ist auch dem Zinsmarkt geschuldet. Ich würde mich jetzt doch mal dann ganz doch wirklich wundern. Also, wenn die Flucht ins Betongold denn irgendwann mal ein Ende hat und eine Zinsmarktpolitik wieder gemacht wird, die eben nicht mehr es attraktiv erscheinen lassen, in Neubauten, in den Einkauf von Immobilien zu investieren. Was machen Sie denn dann? Sie sind ja mittlerweile so weit, dass Sie sogar verlorene Zuschüsse geben. Das ist das letzte Instrument, was Sie bei der monetären Förderung machen können. Sie schenken den Leuten schon das Geld, wenn sie nur bauen, und sie wollen es trotzdem nicht. Da fragen Sie sich doch einmal irgendwie, liegt es vielleicht an anderen Faktoren, vielleicht auch an Ihrer Politik? Fragen Sie sich das doch einmal. Meine Damen und Herren, wir müssen endlich die Schrauben lockern, das Korsett weiten, damit wirklich dann wieder gebaut wird. Und Sie haben vieles dazu beigetragen, auch diese Landesregierung. Auch diese Landesregierung. Das ist vor allen Dingen einmal die Mietpreisbremse. Über die Wirkung kann man lange streiten. Die Wirkung nach unserer Auffassung findet nicht statt. Das ist aber auch die NF. Das ist alles, gut, kann man jetzt sagen, ist alles der Bund für zuständig. Aber auch schon das Zweckentfremdungsgesetz, was Sie gemacht haben, das finde ich ja auch herzallerliebst, dass die CDU ein Zweckentfremdungsgesetz verabschiedet. Ewig dagegen gekämpft. Fehlbelegungsabgabe. Ja, Herr Boddenberg, Ihre Sanktionen bei den Ferienwohnungen sind eben nichts anderes als ein Zweckentfremdungsgesetz, und die Fachpresse schreibt Ihnen das auch ins Gebietbuch. Die Fehlbelegungsabgabe, die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe trifft vor allem die mittleren Einkommen, diejenigen, die gerade so herausgewachsen sind. Das ist die Gruppe, über die wir reden. Auch für die verteuert sich das Wohnen. ÖPNV-Abgabe, man hört nicht mehr viel davon, aber das steht ja auch noch immer in Ihrer Agenda. Eine ÖPNV-Abgabe. Ja, was glauben Sie, was das macht? Das macht das Bauen und damit das Wohnen teurer. Und Herr Kollege Boddenberg, Herr Schäfer-Gümbel hat es richtig gesagt, die Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Da haben Sie mal richtig einen schönen Schluck aus der Pulle genommen. Aber auch die Erhöhung und die Mechanismen, die Sie eingeführt haben, damit die Kommunen die Grundsteuer erhöhen müssen. All das verteuert am Ende das Wohnen. Dass Sie das nicht sehen wollen, und das werden Sie mit allem Geld, das Sie zur Verfügung stellen, nicht zukleistern können. Meine Damen und Herren, Sie regulieren und wundern sich dann am Ende, wenn Sie dann nachsteuern mit Geld, dass es nicht funktioniert. Lassen Sie dem Markt doch etwas mehr Spielraum, den Investoren. Das würde vielleicht einmal helfen. Und Herr Kollege Boddenberg, Herr Kollege Kasper, Wohnungsbaubeauftragter. Na, das ist Ihr Herz allerliebst. Als Alternative für den Wohnungsbaubeauftragter soll jetzt die Allianz für Wohnen dienen. Sie haben die Allianz für Wohnen eingeführt. Meine Damen und Herren, in der Allianz für Wohnen, die hat Ihnen scheinbar dann auch irgendwann einmal beigebracht, es liegt vor allen Dingen an dem fehlenden Grund und Boden, an dem fehlenden Bauland. Das scheinbar. Also, es wird zumindest in den Reden wird es ja jetzt mitgenommen. Meine Damen und Herren, die Allianz für Wohnen hat Ihnen vieles Richtige aufgeschrieben. Aber wir hatten auch vorher schon keinen Erkenntnisgewinn. Es fehlt nicht an der Erkenntnis, sondern an der Umsetzung. Und das werden Sie nicht begreifen. Und der Wohnungsbaubeauftragte hat umgesetzt. Herr Kollege, der Wohnungsbaubeauftragte hat umgesetzt. Am Erkenntnisgewinn hat es nie gelegen. Und dann wird es dann noch besonders schön, wenn Sie dann in Ihren Reden
Hessische Bauordnung und Landesentwicklungsplan. Ich meine, abgesehen davon, dass da bei Ihnen die Kompetenzen in der Landesregierung einfach auseinanderfallen. Auf der einen Seite haben Sie einen Wirtschaftsminister, der für die hessische Bauordnung und für den Landesentwicklungsplan zuständig ist, und auf der anderen Seite eine grüne Umweltministerin, die dann für das Bauen, für den Wohnungsbau zuständig ist. Meine Damen und Herren, das Auseinanderfallen der Kompetenzen war keine gute Idee, und das sehen Sie jetzt an Ihrer Bilanz der zu genehmigenden Wohnungen. Meine Damen und Herren, wenn Sie dann sagen, einer der vordringlichsten Themen ist die Findung von Bauland, dann müssen Sie sich doch einmal fragen, warum Sie im Landesentwicklungsplan Mechanismen reingeschrieben haben, die das Bauland auch noch verknappen werden. Das müssen Sie sich doch einmal fragen lassen. Sie kriegen eine Stellungnahme von den hessischen Kommunen, die vernichtend ist, auch im Rahmen Ballungsraum versus ländlicher Raum, die Ihnen klar ins Gebetbuch schreiben, ja, Sie können ja jetzt hier so Offensiven fahren für den ländlichen Raum, aber Sie machen mit dem Landesentwicklungsplan genau das Gegenteil. Und meine Damen und Herren, das machen Sie bei der Hessischen Bauordnung auch. Es ist ja schön, dass wir jetzt mehr Fahrräder unterbringen können. Aber Sie verteuern den Standard. Sie werden eben aus dem ländlichen Raum in den Ballungsraum nicht mit dem Fahrrad fahren können. Damit kann kein Mensch günstiger wohnen. Es fehlt bei Ihnen jeglicher Erkenntnisgewinn, dass auch das Eigentum dazugehört, gerade für den ländlichen Raum. Die Investitionen, die Förderung im Bestand ist gerade für den Erhalt der Immobilien wichtig. Meine Damen und Herren, Sie sind eigentlich auf der ganzen Linie mit Ihrer wohnungsbaupolitischen Ansatz gescheitert. Sie sind gescheitert. Und Sie haben jetzt Ihre Instrumente 4 Jahre lang ausprobiert. Vielleicht wäre es einmal klug, dass Sie einmal auf andere Konzepte hören und vielleicht nicht andere immer nur deswegen in Grund und Boden reden, bloß weil Sie einer anderen Fraktion angehören. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Förster-Heldmann, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Lenders, von was träumen Sie eigentlich nachts? Haben Sie irgendwann irgendwo einmal einen Plan vorgelegt? Das Einzige, was Sie können, ist Deregulierung. Und ich habe es Ihrem Kollegen Herrn Hahn letzte Woche in der IHK schon erklärt. Deregulierung ist im Augenblick das komplett Falsche. Weil wenn Sie in den ländlichen Raum reingehen, dann schauen Sie doch einmal hin. Genau da ist es wichtig, dass nicht wahllos Bauland freigegeben wird, sondern dass wir die Qualität des ländlichen Raums erhalten und damit arbeiten und diesen ländlichen Raum weiterentwickeln. Ich sage Ihnen einmal ein Beispiel. Ich kenne ein Dorf, da gibt es jede Menge Bauland. Der Bürgermeister befördert es, weil er natürlich ganz viele Familien da haben will. Das heißt, das ganze Dorf außenrum hat einen. Wie bitte? Also, eins will ich Ihnen auch noch einmal sagen. Ich werde jetzt wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen, weil ich mich ziemlich geärgert habe über die Redebeiträge in der Vergangenheit. Und wenn Sie, Herr Blechschmidt, mit meinen, Sie können mich noch unterbrechen, haben Sie sich geschnitten. So, und bei diesem Dorf ist es so. Und bei diesem Dorf ist es so, außenrum haben Sie einen Speckgürtel, wo alles Mögliche entsteht. Jeder hat seinen eigenen Vorgarten. Jeder sorgt dafür, dass vorne und hinten alles in Ordnung ist. Aber die ganze Ortsmitte stirbt aus. Jeder Teil in diesem Ortskern, der früher einmal wert und ansehnlich war, der attraktiv war, stirbt aus. Und genau da greift dieser Masterplan Wohnen. Und ich habe schon mehrmals festgestellt, Herr Lenders, Sie haben den Masterplan Wohnen weder gelesen, und wenn Sie ihn gelesen hätten, hätten Sie ihn wahrscheinlich nicht verstanden. Jedenfalls. Na ja, gut, also
Tatsache ist ja, dass ich heute nicht die erste Rednerin bin und dass Sie eine ganze Menge vorgelebt haben. Ich kann ja auch mit dem Herrn Schäfer-Gümbel anfangen. Herr Schäfer-Gümbel, Sie sind ja auch stellvertretender Parteivorsitzender. Soll ich Ihnen einmal meine Erfahrung mit Ihrer Partei mitteilen? Ich kann Ihnen sagen, 2010, als Darmstadt mal wieder keinen ausgeglichenen Haushalt hatte, gab es und keine Mehrheiten. Gab es in den Beratungen über den Haushalt, wie man es von Ihrer Partei und nicht nur von einer Person, das will ich ausdrücklich sagen, den Vorschlag, doch die letzte Million, die für den sozialen Wohnungsbau im Darmstädter Haushalt noch drin war, auch noch zu streichen? Das ist meine Erfahrung mit Ihrer Partei. Und bezeichnen Sie sich für bei Ihrem Redebeitrag, dass Sie von dem, was in Ihrem Antrag drinsteht, nämlich 30% für Miete für verfügbares Einkommen, in Ihrer Rede gleich auf 40% kommen. So schnell geht es bei Ihnen von einem Blatt zum Pult. 10%. Danke schön auch dafür. Und außerdem, außer der Nassauischen Reim und dem Polizeipräsidium fällt Ihnen ja auch nichts ein. Also, das ist einfach mal eine Tatsache. Wir beschäftigen uns schon die ganze Zeit mit Wohnungsbau. Sie haben einen Masterplan, der alle Bereiche des Wohnungsbaus abdeckt, egal ob das urbaner Raum ist, egal ob das ländlicher Raum ist, ob das Bodenpolitik ist, ob das Entwicklung ist, ob das gemeinschaftliches Wohnen ist, ob das finanzielle Unterstützung ist, ob das die Allianzen in den verschiedenen Bereichen sind. All das wird durch diesen Maßnahmenkatalog abgedeckt. Und warum ich den Eindruck habe, das will ich jetzt noch einmal erklären, so fair sollte man dann schon sein, dass es nicht verstanden worden ist, was in dem Masterplan drin steht, weil die Gießkannenpolitik anscheinend hier in der Opposition immer noch das vorherrschende Mittel zur Verbesserung scheint. Meine Kollegen im Bundestag haben die große Befürchtung, dass das, was Sie im Sondierungspapier erwirtschaftet haben, einzig und allein der Lobby der Immobilienwirtschaft geschuldet ist. Und zwar genau deswegen, weil Sie per Gießkanne in diesen heiß umkämpften Immobilienmarkt noch mehr reinschütten, um das Ganze noch mehr anzufachen. So, und dann können Sie sich einmal die Tools in dem, im Masterplan anschauen. Und wenn Sie das sich insgesamt anschauen und sich Zeit und Muße geben, das auch einmal zu verinnerlichen, dann werden Sie feststellen, dass für alle Beteiligten, die in dem Wohnungsbau wichtig und nötig sind, ein Ansatzpunkt ist, wo Sie daran arbeiten können. Das ist der Kern des Masterplans. Und natürlich haben wir auch eine ganze Menge Aufgaben für die Zukunft. Ich will einmal so sagen, die erste Aufgabe, die wir für die Zukunft haben, ist nicht nur bauen, bauen, bauen. Das ist ja unbestritten. Ey, es macht mir doch auch. Also, guck doch mal rum. Es wird doch gebaut, gebaut, gebaut. Und wenn es im Augenblick etwas zurückgeht, dann liegt das an anderen Gründen. Tatsache ist doch, dass so viele Baugenehmigungsverfahren gelaufen sind, dass, wenn wir das jetzt umsetzen würden, natürlich einen Wahnsinnsschub haben. Aber da kommen natürlich noch die Faktoren der Bauwirtschaft um. So, jetzt wird es mir auch langsam warm. Und dann will ich Ihnen auch noch sagen, den sozialpolitischen Aspekt, das hätte ich ja von Ihrer Partei schon einmal erwartet, dass da ein bisschen mehr von Ihnen kommt. Ja? Aber dieses ewig eindimensionale Fordern nach Bauen, 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 mehr fällt Ihnen nichts ein. Kein Konzept zu Klimaschutz, kein Konzept zu Grün, nichts, kein Angebot für irgendjemand. Und dann kommen Sie noch und beschweren sich darüber, dass die Kompetenzen verteilt sind auf zwei Ministerien. Ich will Ihnen einmal etwas sagen. Bei uns in Darmstadt hat die Sozial-, bei uns Entschuldigung. Bei uns in Darmstadt hat die Kompetenz zum Wohnungsbau und zur Umsetzung des sozialen Wohnungsbaus die Sozialdezernentin. Und sehen Sie einmal einen Gewinn darin, dass sich zwei Ministerien darum kümmern, wie kann man von verschiedenen Seiten ein Thema anpacken, wie kann man das umsetzen. Das ist die Lösung, nicht Eindimensionalität, Herr Lenders. Vielleicht sollten Sie darüber einmal nachdenken. Ja, und natürlich, also diese Grunderwerbsteuer muss man jetzt schon einmal feststellen, das ist tatsächlich Sache des Bundes. Und da können wir ja auch einmal darauf zurückkommen, was eigentlich die Große Koalition im Bund in der letzten Zeit
für den sozialen Wohnungsraum und für überhaupt den Wohnungsbau geleistet hat. Ich kann auch das aus meiner Erfahrung sagen, dass wir uns sehr gewünscht hätten, bei der Regierungsübernahme 2011 haben wir erst einmal feststellen müssen, also in meinem Umfeld in der Kommune haben wir feststellen müssen, die Gespräche mit der BIMA lagen auf Eis. Und es war sozusagen alles abgeschnitten, und wir brauchten aber dringend den Erwerb der Lindlensiedlung. Der Michael Siebel kennt es. Er weiß auch, wie schwierig es war, damals die Gespräche wieder aufzunehmen, weil der sozialdemokratische Stadtbaurat vorher sozusagen fast alles in den Sand gesetzt hat an Gesprächskultur, was in den Sand zu setzen ist. Und wenn ich Sie heute so höre, wundert mich das auch nicht. Wir hätten uns gewünscht, dass damals die Große Koalition und speziell die Sozialdemokraten viel mehr Druck im Bund machen darauf, dass die BIMA die Flächen günstig verkauft und vor allen Dingen, dass sie diese Dinge, diese Entscheidungen nicht aussitzt, was sie lange getan hat, sondern dass sie der Partner der Kommunen wird. Weil es gibt auch nicht wenige Leute, die behaupten, ja, im Grunde genommen sind die Kommunen ja zweimal enteignet worden. Aber das führt jetzt zu weit, das müssen wir nicht weiter ausräumen. Ich möchte Sie bitten, die ganze Wohnungspolitik nicht als eine eindimensionale und wie auch immer meinetwegen als einen eindimensionalen Plan anzusehen, sondern ich möchte Sie darum bitten, essentiell in die Tiefe des Themas zu gehen, sich allen Anforderungen zu stellen und nicht nur zu sagen, bauen, 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 weil Bauen ist ein hochkomplexes Thema. Und ich würde mir wünschen, wenn dieses hochkomplexe Thema auch von der Opposition mal verinnerlicht werden würde. Vielen Dank. Vielen Dank.